Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend zu einer weiteren Veranstaltung aus unserem Begleitprogramm zur Ausstellung über die Rote Kapelle Zeitzeugnisse von Stefan Rohloff und zu unserer eigenen Ausstellung über die Rote Kapelle, die wir in diesem Jahr hier zeigen, begrüßen zu können. Das Jahr 1942 war das Jahr, in dem die Rote Kapelle hier in Berlin aufgedeckt worden ist. Sie erhielt ihren Namen von der Gestapo. Wir sind in den letzten Jahren oder in den letzten Tagen auch nochmal gefragt worden, warum wir auch weiterhin diesen Namen benutzen. Es ist eine ganz einfache Sache, weil auch die Überlebenden und Angehörigen nach 1945 diesen Namen als Ehrennamen weitergetragen haben und sich selbst gesagt haben, das, was uns die Gestapo zugeschrieben, haben wir nicht gemacht. Keine Spionage, nichts Landesverrat, sondern es geht nur darum, dass wir eine Bezeichnung haben, unter der wir uns selbst wiederfinden. Heute Abend geht es um Cato Bontjes van Beek und es geht um ein Buch, das Hermann Finke über Cato Bontjes van Beek geschrieben hat. Dazu wird er Ihnen gleich mehr selbst sagen können. Ich möchte einen einzigen Aspekt herausgreifen. Viele von Ihnen wissen, dass ja die Verhandlungen gegen die Angehörigen der Roten Kapelle, sowohl gegen die Frauen als auch gegen die Männer dieser Gruppen, dieses Widerstandszusammenhangs, vom Reichskriegsgericht durchgeführt worden sind. Und zwar auf Hitlers persönliche Weisung, der eine möglichst harte Strafe gegen diese Menschen, die ja aus der Elite der Intellektuellen, aus der Elite der Künstler stammten auch, dass diese Menschen möglichst hart bestraft werden würden. Und dies zeigte sich dann auch im Prozess gegen Heinz Strelow und acht andere, zu denen auch Cato Bontjes van Beek gehörte, im Januar 1943. Das Urteil des Reichskriegsgerichts führte aus, ich zitiere, während Strelow zugibt, schon zur Zeit des Kennenlernens des Schulze-Boysen gefühlsmäßig Kommunist gewesen zu sein, behauptet die Angeklagte van Beek, sie sei damals politisch noch uninteressiert gewesen. Sie sei jedoch durch die Persönlichkeiten der Eheleute Schulze-Boysen derartig beeindruckt gewesen, dass sie ihnen ihre Mitwirkung auch nicht habe versagen wollen, als ihr klar geworden war, dass Schulze-Boysen ein Gegner der nationalsozialistischen Staatsführung war und die von ihm verfasste Agis-Schrift eine Hetzschrift war. Zitat Ende aus dem Urteil des Reichskriegsgerichts. Heinz Strelow, ihr Freund, wurde wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt, aber, und dann kam eine typisch nationalsozialistische Konstruktion hinzu, Zitat, da seine Tätigkeit überwiegend in die Zeit nach Ausbruch des Deutsch-Russischen Krieges, also nach dem 22. Juni 1941, und zugleich der Feindbegünstigung schuldig gesprochen und da er zur Zeit der Tat Soldat war, auch wegen Kriegsverrats zum Tode verurteilt. Kriegsverrat ist eine Konstruktion, die Hoch- und Landesverrat miteinander vermengte. Etwas, das ein nationalsozialistisches Konstrukt gewesen ist, nachdem auch Schulze-Boysen etwa verurteilt worden ist. Und der Deutsche Bundestag konnte sich erst im Jahre 2009 entschließen, auch den Kriegsverrat, Verurteilungen wegen Kriegsverrates aufzuheben. So mussten wir etwa noch bei der Staatsanwaltschaft Berlin auf Antrag des Bruders von Hartmut Schulze-Boysen noch im Jahre 2006 ein Einzelaufhebungsverfahren derartiger Urteile beantragen, 2006, quasi vorgestern. Cato Bontjes van Beek, um die es heute geht, wurde, Zitat, wegen Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats und zur Feindbegünstigung zum Tode verurteilt. Sie wurde nach dem zivilen Strafgesetzbuch verurteilt, aber auch bei ihr wäre nach den damaligen Normen eine zeitige Freiheitsstrafe möglich gewesen. Und da wird es dann in der Tat so, dass das Reichskriegsgericht alle Register zieht, um Catos Tat hart zu bestrafen. Ich zitiere. Hierbei hat der Senat berücksichtigt, dass die Angeklagte van Beek zur Zeit der Tat charakterlich noch nicht ausgereift war und dass sie einen großen Teil ihrer Erziehung im Ausland genossen hat.
Der Senat ist auch überzeugt, dass die Angeklagte von Beek die Tat nicht als eigene gewollt und aus kommunistischer Einstellung heraus an der Verwirklichung der umstürzerischen Ziele Schulze-Boysens mitgearbeitet hat. Vielmehr hat die Angeklagte dem verbrecherischen Einfluss Schulze-Boysens und des Angeklagten Strelow unterliegt, deren hoch- und landesverräterisches Treiben lediglich unterstützen wollen. In Hinblick auf die Gefährlichkeit der Handlungsweise der Angeklagten van Beek, gerade in einer Zeit, in der das deutsche Volk um sein Leben ringt, hat der Senat die Notwendigkeit für gegeben angesehen, die hier getätigte Beihilfe nicht anders als die Selbsttäterschaft des Angeklagten Strelow zu bestrafen. Paragraph 4 der Verordnung gegen Gewaltverbrecher vom 5. Dezember 1939. In dieser Zeit müssen auch bloße Mitläufer gerichtet werden. Deshalb musste auch gegen die Angeklagte van Beek auf Todesstrafe erkannt werden. Zitat Ende. Also erst nochmal etwas Entschuldigendes am Anfang, Erziehung im Ausland, höchst verdächtig, dem Schulze-Boysen erlegen und Ähnliches. Und dann am Ende doch ganz klar, auch wenn sie nur unterstützend war und geholfen hat, trotzdem ein Todesurteil. Da merkt man, welch Vernichtungswille die nationalsozialistische Führung gegenüber den Menschen hatte, die sich im Widerstandsnetzwerk der Roten Kapelle zusammengefunden haben, die zum Teil ja in ganz unterschiedlichen Kreisen waren, die sich zum Teil nicht einmal gekannt haben. Aber die Nationalsozialisten wollten sie hart bestrafen. Und unter denen, die sie verfolgt haben, ist auch Cato Bontjes van Beek. Ich freue mich sehr, lieber Herr Finke, dass Sie heute Abend wieder einmal bei uns sind und uns heute Abend etwas über Cato Bontjes van Beek erzählen werden. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen hier im Saal. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Ich höre manchmal von Veranstaltungen, wo dann nur ganz wenige kommen. Und insofern vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ebenfalls, meine Damen und Herren am Schirm, die Sie mir zuhören. Herr Professor Tuchel, danke für diese Einführung, weil ich finde, gerade das Todesurteil gegen diese Person, gegen Cato Bontjes van Beek, 22 Jahre alt, als sie zum Tode verurteilt worden ist, zeigt, wie brutal, wie gnadenlos das Regime im Grunde genommen gegen alles vorging. Das war ja nach Stalingrad, was nach Opposition, was irgendwo nach Widerstand oder irgendwo damit zu tun hatte. Ich möchte vorab ein wenig sagen zur Entstehung dieses Buches, wenn ich darf. Also wir haben die erste Ausgabe, die Biografie von über Cato Bontjes van Beek, haben wir im Jahre 2003, das haben Sie damals im Literaturhaus gemacht, vorgestellt. Und das Buch hatte zunächst mal einen schwachen Start und dann hat Helmut Schmidt, der mit der Familie befreundet war, mit der Familie Cato Bontjes van Beek befreundet war, in der Zeit eine Besprechung geschrieben und das hat dem Buch einen Push gegeben. Ich habe dann zwei Zeitzeugen kennengelernt, die Cato persönlich gekannt haben, die mit ihr zusammen gewesen sind. Einmal eine ehemalige Pädagogin, die mit ihr im Reichsarbeitsdienst war. Und zweitens dann Katja Merowski. Das ist eine Malerin, die geborene Casella. Und vielleicht haben einige von Ihnen im Tagesspiegel den Artikel von Frau Kettelhake, die hier vorne auch sitzt, schön, dass Sie da sind, gelesen über die Ausstellung mit den Bildern von Katja Merowski in der Möwe. Ich habe mir die Ausstellung gestern angesehen. Es lohnt sich, dahin zu gehen. Ich mache einfach ein bisschen Werbung dafür. Und es sind nicht viele Bilder, aber es sind Bilder, die mich sehr, sehr ansprechen. Ich weiß, wie viele es sind, weil ich gesehen habe in Potsdam, als ich sie getroffen habe, wenige Monate vor ihrem Tod im Jahre 2012, habe ich sie getroffen und ich durfte ein langes Interview machen. Und mir ist bei dem Interview etwas passiert, was einem Radiojournalisten eigentlich
gar nicht passieren darf, aber es ist mir zweimal in meinem Berufsleben passiert, dass die Kassette, als ich sie dann zu Hause abhören wollte, die Kassette dann technisch nicht verwendbar war. Und dann musste ich Katja Merowski nochmal anrufen. Ich wusste, dass sie im Umgang mit Menschen nicht immer ganz einfach war. Das heißt also, entweder mochte sie die Leute oder sie mochte sie gar nicht. Wenn sie sie nicht mochten, ließ sie das auch die Menschheit gleich spüren und das Gegenüber dann auch gleich merken. Und ich habe sie dann wieder angerufen und habe gesagt, Frau Merowski, mir ist was Schreckliches passiert, die Kassette ist kaputt. Ich kann dieses Interview nicht verwenden. Und dann kam so eine virtuelle Pause und dann sagte ich, kommen Sie einfach her. Und dann haben wir einen Termin abgemacht und dieses zweite Interview war dann eigentlich deswegen ganz nützlich, weil, weil ich im Grunde genommen sie dann schon ein Stück weit kannte und dann auch auf ihre Eigenarten eingehen konnte. Sie hat mir Zigaretten angeboten, sie hat mir einen Rotwein angeboten. Beides habe ich dann dankend abgelehnt. War mir zu früh für den Rotwein und Zigaretten überhaupt nicht mehr. Und, aber es war ein sehr intensives Gespräch, ein ganz wunderbares Gespräch, wo sie dann auch, über sich selber geredet hat, natürlich über Cato. Und ich denke, Sie können verstehen, als Autor macht man sich ein Bild von der Figur, so wie ich das mit Sophie Scholl gemacht habe, wo die Biografie Das kurze Leben der Sophie Scholl 1980 erschienen ist. Man macht sich ein Bild, man hat die Texte, man hat die Tagebuchaufzeichnungen manchmal 3-4 Mal gelesen, um das Zitat, was dann passt oder was dann sozusagen in die Buchveröffentlichung hinein soll, um das, dieses Zitat zu finden. Und bei Cato war es natürlich genauso. Und dann habe ich eben diese beiden Zeitzeugen, da war ich ganz gespannt, wie haben Sie denn diese beiden Damen, Sie waren beide über 90 schon, als ich Sie getroffen habe, wie haben Sie denn Cato Bontjes van Beek gesehen? Und das Erstaunliche war, ich kriegte das Gefühl, ich glaube, ich habe Sie ganz gut verstanden. Ich habe Sie ganz gut begriffen, obwohl ich Sie natürlich persönlich gar nicht kennengelernt habe, sondern eben Ihr Bruder Tim Bontjes van Beek, war Musikredakteur beim NDR, wollte eigentlich Pianist werden und der hat mir sehr viel über sie erzählt, über die Schwester erzählt, hatte ein wunderbares Archiv, was er mir geöffnet hat, also die Recherchen waren sehr viel einfacher als bei Sophie Scholl, sondern ich hatte das Material erstmal da und konnte dann sozusagen meine Interviews oder die begleitenden Interviews einschließend machen und vielleicht noch ein bisschen oder ein paar Sätze einmal zu diesem Namen Cato Bontjes van Beek. Das ist niederländisch, klingt niederländisch, ist auch niederländisch. Die Vorfahren stammen aus den Niederlanden. Und mit den Namen ist es so, dass im Grunde genommen dieser ganze Kosmos der Menschen in Fischerhude, das ist der Ort, wo Cato aufgewachsen ist. Geboren ist sie 1920 in Bremen, aber in Fischerhude aufgewachsen. Und in diesem Elternhaus, wo es im Grunde genommen um drei große Namen ging. Natürlich einmal eben Bontjes van Beek, das war eben der Jan Bontjes van Beek, dessen Vorfahren eben aus den Niederlanden stammten. Und eben Heinrich Breling war der Gründer des Malerdorfes Fischerhude. Worpswede ist bekannter. Ich hätte jetzt fast gesagt, Fischerhude ist mir lieber, aber das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern Fischerhude hat noch einen dörflichen Charakter und ist ein Dorf, wo ich sehr gerne, sehr häufig bin. Ich wohne in Bremen-Borgfeld, kann mit dem Vater hinfahren, wenn das Wetter gut ist, mache ich das natürlich auch. Und dort wohnt heute die Nichte Saskia Bontjes van Beek, die bei der Eröffnung der Rote Kapelle-Ausstellung auch hier dabei gewesen ist und mit der ich sehr eng zusammen arbeite, was Aktivitäten von Cato und um Cato angeht, Fischerhudes Frauenort und so weiter und so weiter. Also Breling ist, die Mutter ist eine geborene Breling, Olga Bontjes van Beek, Malerin, Ausdruckstänzerin und so weiter. Heinrich Breling hatte 6 Töchter in Fischerhude, hat gerade stattgefunden und findet noch ein Stück weit statt, eine Veranstaltungsserie über diese 6 Töchter. Alle haben irgendwie künstlerische Berufe, musikalisch, literarisch, kompositionell und so weiter ausgeübt. Und dann Modersohn. Eine dieser 6 Töchter, Luise Breling, hat Heinrich
hat Otto Modersohn geheiratet. Das war die dritte Frau, Ehefrau, nachdem Paula Modersohn Becker gestorben war und so weiter. Und in diesem Kosmos ist es manchmal ein bisschen verwirrend. Ich werde nachher, wenn ich lese, auch zu den einzelnen Kapiteln etwas sagen. Aber vielleicht zu Cato noch ein paar biografische Daten. Also 1920, wie gesagt, in Bremen geboren, in diesem Künstlerhaus in Fischerhude aufgewachsen. Das war ein offenes Haus, auch zur NS-Zeit. Wer kam da hin? Also nicht nur Helmut Schmidt, der war damals als Soldat in Fegesack, Bremen-Fegesack stationiert, sondern ganz viele, Theodor Lessing, der Philosoph, der als erster, einer der ersten damals von den Nazis ermordet wurde, Franz Radziwill, Maler, Künstler, Lebenskünstler, Musiker und so weiter. Es war ein offenes Haus und sie wurden in Fischerhude toleriert. In Fischerhude gab es natürlich eine Nazi-Gemeinde noch und noch. Also nicht, als wäre das so wäre, das wäre nun eine Kolonie, wo der Widerstand wuchs, sondern das war eine manifeste Nazi-Gruppe am Werk. Aber diese Familie, diese Künstlerfamilie wurde toleriert. Das war einfach so. Zu Cato ein paar Sätze noch, bevor ich dann doch anfange zu lesen irgendwann. Als sie etwa 10 Jahre alt war, kriegte sie die Möglichkeit, nach Amsterdam zu gehen, zu einer Tante, also einer Verwandten ihres Vaters, Jan Bontjes van Beek. Zu Jan vielleicht auch noch ein Satz. Er hatte am Ersten Weltkrieg teilgenommen, war auf dem Weg von Emden nach Berlin, wollte bei den Arbeiter- und Soldatenräten aktiv werden und erfuhr dann von dem Bagnhof in Werpswede, also diese sozialistische Kolonie oder dieses sozialistische Experiment von Heinrich Vogler. Heinrich Vogler gehörte auch zu den Besuchern im Haus in der Bredenau in Fischerhude. Hatte er gehört und dann hat er gesagt, na, dann gehe ich dann einfach mal, guck mal, wie das da, was da stattfindet. Und da hat er eben Olga Breling kennengelernt und die haben beide haben geheiratet, haben insgesamt 3 Kinder. Cato war die Älteste, dann Mietje und dann Tim Bontjes van Beek. Also nur um die Namen noch mal ein bisschen zu komplimentieren. Also Cato kriegte die Möglichkeit, nach Amsterdam zu gehen, dort die Schule weiter zu besuchen. Und mit ihrer Tante hat sie sich nicht gut verstanden. Die hatte sozusagen ein braves Mädchen aus Fischerhude erwartet. Und in Wirklichkeit entpuppte sich Cato als Wildfang aus der norddeutschen Tiefebene. Das heißt, also sie hat dann richtig auch Opposition gemacht und immer ihre Vorstellungen, ihre Ideen da versucht zu verwirklichen und so weiter. Immerhin hat sie gut 2 Jahre ausgehalten und die nächste große Station von wegen Ausland, wie Sie das vorhin erwähnt haben, Herr Professor Tuchel, sie kriegte dann die Möglichkeit 1937 im Januar als Au-pair nach England zu gehen. Und das hatte ihre Tante vermittelt dort in England hatte sie zum ersten Mal die Chance zu fliegen in einem Segelflugzeug. Das Fliegen war etwas, was sie gewissermaßen ja sehr inspiriert hat, sehr, sehr bewegt hat. Also ihr Bruder hat mir zum Beispiel geschildert, wenn sie draußen spielt und Cato sah ein Flugzeug, dann ist sie irgendwie losgerannt und dachte, kann ich vielleicht hinterherlaufen, aber am nächsten Zaun war das dann natürlich schon zu Ende. Und das Fliegen war etwas ganz, ganz Wesentliches. Und dann dieses offene, sich für ganz viele Dinge, vor allen Dingen Bücher zu interessieren. Sie hat gelesen, gelesen, gelesen. Sie war firm in der russischen Literatur, in der französischen, in der britischen, in der deutschen sowieso. Und dann eben die Liebe zur Musik, die zu Hause eben auch eine große Rolle gespielt hat. Liebe zur Musik. Und alles dieses hat sie, ich hätte fast gesagt, wie einen Schwamm aufgenommen. Und das hat ihr Leben ausgemacht. Das war ein geistiger Kosmos, der nachher für die Zeit, die fast 10 Monate, die sie im Gefängnis war,
ihre Basis war und sie im Grunde genommen geschützt hat, auch dieser geistige Kosmos, dieses Fundament, was sie sich angeeignet hatte, was dann auch zum Teil in ihren Briefen, wo sie dann von Musik schwärmt, von Literatur fragt, hast du das schon gelesen, musst du unbedingt lesen, habe ich jetzt gerade aufgenommen und so weiter und so weiter. Das war ihr, ja, wenn Sie so wollen, ihr geistiges Fundament. Und in England ist sie etwa ein Dreivierteljahr geblieben, konnte danach ganz gut Englisch sprechen, hat sich sofort auf die Leute eingelassen, ist auf den Pastor sonntags nach der Messe zugegangen und hat einfach mit ihm geredet, auch wenn sie noch nicht so viel Englisch konnte. Aber das klappte dann relativ schnell. Und dort in England, weil das auch eine Rolle spielt, Sie haben Heinz Strelow erwähnt, den Freund zu der Berliner Zeit, also der, beide waren im Widerstand der Roten Kapelle hier in Berlin. In England hat sie sich verlobt mit John Hall, der gleiche Interessen hatte, Literatur, fernöstliche Philosophie, alles Dinge, die beide sehr interessiert haben. Und 1938 hat John Hall Cato auch in Fischerhude besucht. Sie hatten sich verlobt in England und Cato wollte nach England zurück und die beiden hätten geheiratet, und wenn der Krieg nicht gekommen wäre und der Krieg eben diese Beziehung nicht kaputt gemacht hätte. Weil das nachher vorkommt, erwähne ich diesen engen Freund, den Verlobten von Cato. Und noch ein paar Sätze, wieso ist Cato überhaupt nach Berlin gekommen? Die Eltern sind 1900, das Ehepaar Olga Bontjes van Beek und Jan, 1933 geschieden. Und Tim Bontjes van Beek hat mir gesagt, also wir haben die Scheidung gar nicht gemerkt. Also das war nach wie vor ein Verhältnis. Jan Bontjes van Beek hat wieder geheiratet in Berlin und hatte 4 Kinder insgesamt mit seiner zweiten Ehefrau. Auch da war Cato sozusagen in den Familienbetrieb mit integriert. Das heißt also, die haben irgendwo alle gut miteinander umgegangen. Und der Widerstand, das will ich vorweg sagen, war nicht etwas, wo Cato, wie das dann manchmal, auch Helmut Schmidt hat er dann später nicht wiederholt, aber diesen Begriff Leichtsinn gewählt. Also Leichtsinn dafür, dass man sich eben in diesen Widerstand begeben hat, in diese, wie wir nachher wissen, wie wir heute wissen, in diese Todesgefahr begeben hatten, das sei leichtsinnig gewesen. Ich glaube, alles andere, erstmal ist es ganz ein bisschen einfach vom bequemen Sessel der Nachkriegszeit, also dann von Leichtsinn zu reden, das ist das eine. Zweitens finde ich einfach bei Cato, es gab ja Versuche, sie hat ja manchmal auf dem Weg, zum Beispiel als sie in Berlin Segelflugübungen wieder gemacht hat, hat sie sich einer Segelflugkameradin anvertraut und hat gesagt, also ich bin da jetzt, ich mache da was und so weiter und so weiter. Da ist die fast explodiert und hat gesagt, du bist wahnsinnig, das ist Lebensgefahr. Also es hat Versuche gegeben, sie aus diesem Widerstand herauszuholen. Und ich bin absolut sicher, dass alle diese Versuche von vornherein zum Scheitern verurteilen, weil Cato froh war, dass sie einfach nicht mehr nur diskutierte in dem Kreis, in dem sie sich bewegte, sondern einfach etwas machen konnte, was tun konnte. Das Machen und das Tun ist vielleicht auch ein Stichwort für unsere Gegenwart, dass wir nicht nur reden, sondern auch was tun müssen. Ich bin sehr viel in Ostmitteldeutschland unterwegs und sehe dort, wie die Neonazis, die Rechtsextremisten unterwegs sind und so weiter. Ich glaube, wir müssen das Tun, glaube ich, noch ein Stück weit, entschuldige, wenn ich das so jetzt schon so Anfang der Lesung sage, das Tun und das Machen müssen wir, glaube ich, noch ein Stückchen weiter üben und lernen. Ich fange an zu lesen aus dieser Zeit, wo Cato in England ist, Au-pair ist, und da darf sie zum ersten Mal fliegen, und da schickt sie ihrem Vater Jan und seiner Frau Rachel, oder Rali wurde sie genannt, schickt sie einen Brief und beschreibt dieses Flugerlebnis. Am letzten Sonntag vor 8 Tagen war ich zum ersten Mal im Leben in der Luft. Junge, Junge, das war schön. Mr. Beasley fuhr Pat und mich zum nächsten Flugplatz. Dort rein in die Kiste. Zum Glück waren nur Sportflugzeuge da. Ich sagte dem Piloten, er solle mit mir ein Looping schießen. Erst sagte er nichts.
wie ich dann in der Kiste saß und er mich anschnallte, frug ich nochmal und da sagte er ja. Er tat es auch. Das war das Schönste am ganzen Flug. Ich saß vorne im Flugzeug und der Pilot hinten. Es kam ein großer Windstoß auf, ein Druck. Mein Kopf beugte sich und wie ich ihn aufzog, sah ich die Erde über mir. Ich kann gar nicht verstehen, dass die Leute, wenn sie im Flugzeug sitzen, kotzige Gedanken bekommen. Mir war vom Start her bis zur Landung überhaupt nicht danach zumute. Nur wenn wir stiegen, zog es im Magen und das ist ein ganz interessantes Gefühl. Na, fliegen werde ich auf jeden Fall noch lernen, mag kommen, was will. Das ist vielleicht so ein kleines Licht aus der Zeit, wo sie in London war und dieses Fliegen. Und schon in London hat sie ganz viel geschrieben, wie sie denn mit ihren englischen Leuten zurechtkam, was sie gelesen hat, wie sie mit dem Pastor diskutiert hat, mit dem Bibel und hatte immer auch eine gute Distanz zu den Menschen und gleichzeitig eben so eine Offenheit. Sie konnte einfach auf Menschen zugehen. Es gibt Schilderungen über Cato aus der Berliner Zeit. Wenn sie in einen Raum kam, dann veränderte sich die Atmosphäre. Dann war sie ein anderer Mensch plötzlich. Sie hatte, obwohl sie diese Wirkung heute polieren, ja manche, naja, ich sag mal Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Schauspieler, die arbeiten ja jahrelang dran, dass sie, wenn sie sozusagen die Wirkung dann auf das Publikum möglichst hinkriegen und trainieren das auch. Und Cato brauchte das nicht zu trainieren, sondern sie konnte das. Sie kam in einen Raum und war Cato und war selber manchmal erschrocken über diese Wirkung. Ich lese jetzt einen Brief, den sie wenige Wochen nach Beginn des Ersten Weltkrieges am 1. September 1939 von Berlin aus ihrer Tante Luise Modersohn, also geborene Breling, also der Frau von Otto Modersohn, des Malers. Ich sage das immer so ein bisschen dabei, nicht, klingt so etwas pädagogisch, aber nur damit Sie wissen, um wen es sich handelt. Und das war ein ganz enger Briefkontakt mit den beiden. Schon seit Wochen wütet jetzt der Krieg. Nie wollten sich die Menschen wieder bekämpfen, so schwor man 1918. Alle Feinde lagen sich in den Armen und unter Tränen gelobten sie sich. 1933 wusste man, dass ein neuer Krieg kommen würde. Er ist nun da. Wie lange er dauern wird, weiß niemand. Wie lange er dauern wird, weiß niemand. Alle guten Kräfte und guten Instinkte werden wieder verloren gehen. Alle bösen Kräfte und bösen Instinkte werden wieder aufkommen. Da redet man noch viel von der großen Zivilisation und der hochstehenden Kultur der weißen Rasse. Worauf hatte man es wieder abgesehen? Eine Handvoll erbärmlicher Menschen jagte Völker in den Krieg. Wir aber müssen immer und immer an unserem Ideal festhalten. Wir dürfen nicht wankend werden. Und was ich noch für meine heilige Pflicht halte, das ist, dass wir unsere Kräfte nicht vergeuden mit Jammern und sich aufregen. Wenn wir dann gebraucht werden, sind wir nicht mehr fähig, unser Werk zu vollbringen. Ich glaube, du kennst meine Weltanschauung. Ich werde auch nicht vom Weg abgehen, denn ich habe mein Ziel fest vor Augen und nichts wird mich wankend machen. In der Kirche kann man keinen Trost mehr suchen. Ich habe ihn auch dort nie gesucht. Denn die Kirche muss man von der Bibel unterscheiden. Zitat, liebet eure Feinde wie euch selbst. Das ist die Wirkung, die der Beginn des Krieges auf Cato ausgeübt hat. Und ich denke, das hat schon eine Tiefe, was Nachdenken angeht und was ihre eigene Reflexion über das, was mit dem Krieg zu tun hat.
Am 4. März 1940 schreibt sie ebenfalls diese Tante Luisa Modersohn. Die hatten alle noch Kosenamen, die werde ich jetzt vielleicht nur einmal erwähnen. Die nannte sie Lolo, liebe Lolo. Und das wird noch mehr. Also das ist Luise Modersohn, ist gemeint. Weißt du, liebe Lolo, seit einigen Tagen bin ich wahnsinnig unruhig. Ich spüre es ganz genau, irgendetwas ganz Furchtbares wird in nächster Zeit geschehen. Etwas, das uns alle betreffen wird. Es muss allerdings etwas ganz Furchtbares sein, das spüre ich genau. Wir leben alle viel zu gleichgültig dem Leben gegenüber, diesem traurigen Leben. Es ist alles so wahnsinnig trostlos. Ich stelle mir immer wieder die Frage, warum ist es so? Ich weiß aber keine Antwort. An manchen Tagen spüre ich es ganz besonders stark, dass alles seinem Ende entgegengeht. Alles wird sich verändern und nichts wird so bleiben und werden, wie wir es uns denken. Die Welt ist so schrecklich. Ich habe nie die Menschen geliebt. Ich besaß den großen Fehler, an ihnen immer gleich die komischen Seiten zu entdecken. Jetzt weiß ich aber, dass alle ein Schicksal haben und ich liebe sie alle immer mehr und mehr und bekomme mit allen ein unendliches Mitleid. Luise Modersohn hatte zwei Söhne, Christian Modersohn und Ulrich Modersohn. Christian Modersohn, beide sind Maler geworden. Ulrich ist im Krieg gefallen und Christian hat den Krieg überlebt, war Mitglied einer Propagandakompanie. Und mit Ulrich hat Cato ebenfalls einen intensiven Briefwechsel gemacht. Briefe waren damals eben die Kommunikationsebene geführt. Also sie hat sich sehr intensiv mit ihm ausgetauscht. Er schickte Gedichte, dann hat sie die Gedichte bewertet und so weiter und so weiter. Und sich manchmal eben auch über das, was er geschrieben hat, ziemlich geärgert. 7. August 1940. Lieber Ulrich, dein letzter Brief war so schön, habe vielen Dank. Aber über eine Stelle habe ich mich mächtig geärgert. Zitat. Suche mehr Trost bei anderen Menschen, von denen du weißt, dass sie dich nicht liegen lassen. Mich hat John Hall gemeint, und der war mit diesem Zitat gemeint. Mich hat John Hall nicht liegen gelassen. Wie kannst du nur so von ihm denken? Wenn wir auch 10 Monate nichts voneinander wissen, so ist das nicht seine und nicht meine Schuld. Es ändert aber nichts an dem, was früher zwischen uns war. Ich kann warten. Ich glaube, ich darf dir das ruhig schreiben. Du kennst mich ja und ich dich. Dein Brief kam 5 Minuten vor meiner Abreise an die deutsch-russische Grenze. Ich fuhr dort mit keiner Kameradin hin. Wir blieben dort Sonnabend und Sonntag und hatten eine herrliche Zeit. Das war eine Reise nach Königsberg. Der nächste Brief handelt von der Zeit, wo Berlin bereits im Hagel, im Bombenhagel alliierter Flugzeuge liegt und Cato sich eine Zeit lang in Fischerhude aufgehalten hatte und dann wieder nach Berlin gewechselt ist. Ihr Vater Jan hatte in Berlin eine neue Keramik, in der Jungfernheide eine Keramikwerkstatt aufgebaut und dort sollte Cato dann eine Keramiklehre absolvieren. Sie hatte Berufsvorstellungen, wahrscheinlich etwa 12, Schauspielerin, Pilotin, alles Mögliche wollte sie werden. Aber irgendwann und dann natürlich auch unter den Bedingungen des Krieges hat sie sich dann entschieden, erstmal die Keramiklehre zu machen, eventuell später auch in Fischerhude die weiterhin fortbestehende Töpferei, die Jan aufgebaut hatte, dann zu übernehmen. Ich lese ein bisschen aus diesem begleitenden Kapitel, bevor ich dann wieder aus Briefen zitiere. Nur ein paar Tage blieb Cato Bontjes van Beek in Fischerhude, um sich vom Reichsarbeitsdienst zu erholen und ihre Wunde am Bein halbwegs auszukurieren. Am 12. Oktober 1940 ging es wieder nach Berlin. Dass ihr vor der Rückkehr in die Großstadt graute, wie sie in ihrem Brief vom 9. September 1940 an Ulrich Modersohn schrieb, ist verständlich.
denn Berlin war längst nicht mehr die glitzernde Metropole mit der Verheißung von Kunst, Kultur und Glamour. Berlin litt vielmehr unter den Bombardements der Alliierten. Sie hatten die alle in Angst und Schrecken versetzten, egal auf welcher Seite sie standen. Der Tod wurde zum täglichen Begleiter, wobei der Krieg auch Bindungen durchtrennte, vor allem wenn die Menschen in verschiedenen Ländern lebten. Der letzte Kontakt zwischen Cato und John Hall, ihrem Verlobten in England, lag nun schon 2 Jahre zurück. 1940 lernte Cato Heinz Strelow näher kennen, Lyriker, Kommunist, der schon als junger Mann mit seiner Mutter die Familie Bontjes van Beek und Cato Bontjes van Beek in Fischerhude besucht hatte. Das Verhältnis zwischen Cato und Strelow stieß bei Olga Bontjes van Beek, also bei der Mutter, auf heftige Ablehnung. Sie störte sich vor allem daran, dass Strelow noch verheiratet war. Außerdem war Cato mit John Hall verlobt. Olga hatte Strelow als Jüngling in Fischerhude, wie gerade erwähnt, erlebt und ihn nicht als sympathisch empfunden. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Tochter wurde auf eine harte Zerreißprobe gestellt. Diese Auseinandersetzung hat Cato sehr, sehr belastet, weil das Verhältnis gerade zu ihrer Mutter auch nach der Trennung ganz eng war. Und die Mutter hatte einfach sie nach Fischerhude zitiert und hatte gesagt, du musst dich entscheiden zwischen mir oder Strelow. Du musst einfach sagen, auf welche Seite du dich. Und Cato hat sich sozusagen nicht festgelegt, sondern hat den Konflikt sozusagen bestehen lassen in der Hoffnung, dass er sich irgendwie regelt. 17. April 1941, Cato schreibt ihrer Mutter. Der Konflikt kommt in diesem Brief nicht vor. Meine liebe Mama, recht herzlichen Dank für deine Ostergrüße. Wie habt ihr alle gefeiert? Wie gerne wären Mietje und ich auch in Fischerhude gewesen. Wir haben es aber auch sehr nett gehabt hier in Berlin. Am Sonnabend kam noch Hannes, ein Freund von ihr, und da haben wir bis morgens um 3 Uhr Ostereier bemalt. Augenblicklich sitze ich in der Werkstatt. Es ist gleich 1 Uhr nachts. Ich brenne den Doppelofen. Eben war ich beim Pförtner und habe mir Wasser geholt, da hier die Leitung abgestellt ist. Und da hörte ich, dass es Voralarm ist. Ich habe gleich in der Bismarckstraße, wo ihr Onkel wohnte, mit dem sie auch engen Kontakt hatte, angerufen. Papa schläft hinten in seinem Zimmer. Warum, weiß ich auch nicht. Die Sirene heult schnell und sofort. Ich erschrecke mich immer. Hier ist aber alles ganz besonders schlimm und gemein. Jetzt ist es 4 Uhr morgens. Der Alarm ist vorbei. Mietje rief gerade an. Eine Bombe fiel 30 Meter von unserem Haus entfernt. Sie leben alle, Mietje und Emma. Emma ist auch eine Tante von ihr. Rali ist noch im Gebirge und kommt morgen. Eine Fensterscheibe in der Küche ist kaputt. Näheres weiß ich aber nicht. Bei uns auf dem Tegler Weg, also da, wo die Werkstatt ist, hat es kaum geschossen. Mietje scheint sehr aufgeregt zu sein. Hattet ihr immer ruhige Nächte, wenn doch bloß alles vorüber wäre? Bald kann man es nicht mehr aushalten. Grüße alle, es ist so spät. Ich kann nicht mehr denken. Ich küsse dich vielmals, deine Dodo. Das war ihre Kosename. Dieser Brief an die Mutter. Ich komme jetzt zum Widerstand und zur Verhaftung der Gruppe. Ich habe so angekündigt, etwa 50 Minuten zu lesen. Ich hoffe, ich halte das einigermaßen ein. Bevor ich wieder aus einem Brief lese, vielleicht den kurzen Text zum Verständnis. Am 15. August 1942 kehrte Cato von einem 3-wöchigen Urlaub im Bayerischen Wald nach Berlin zurück. Sie fühlte sich erholt und gewappnet für neue Herausforderungen. Auch wenn wichtige Fragen weiterhin ungeklärt waren, vor allem ihr Verhältnis zu Heinz Strelow, zu dem sie zwar Abstand gewonnen hatte, aber den sie nach wie vor keineswegs aus ihrem Leben verbannt hatte.
Aber auch die Verbindung zum organisierten Widerstand blieb unklar. Der Widerstandskreis der Roten Kapelle leistete Hilfe für Verfolgte, dokumentierte anhand von Fotos und Informationen von der Ostfront die nationalsozialistischen Kriegsverbrechen und versuchte, die Bevölkerung in Deutschland durch Flugblätter und Zettelkleberaktionen aufzurütteln. Dieser Einsatz war ganz im Sinne von Cato und Heinz Strelow. Und vermutlich haben sie die ein oder andere Aktion weiter unterstützt, auch wenn der Kontakt zur Roten Kapelle im Laufe der Zeit weniger geworden war. Im Sommer 1942 ahnte niemand, dass sich über der Widerstandsgruppe eine tödliche Gefahr zusammenbraute. Die deutsche Abwehr, der Nachrichtendienst des Oberkommandos der Wehrmacht, hatte im Juni einen Funkspruch des sowjetischen Geheimdienstes an die Rote Kapelle in Brüssel entschlüsselt, der mehrere Klarnamen der Berliner Gruppe, zum Teil mit Telefonnummer und Adresse, enthielt. Ein von der deutschen Abwehr gefangener Funkspezialist der Brüsseler Roten Kapelle hatte unter Folter den Funkschlüssel preisgegeben. Dieser eklatante Verstoß gegen Grundregeln konspirativer Kommunikation setzte im Herbst 1942 in Berlin eine Verhaftungswelle in Gang und eine Serie von Schauprozessen. Wie von Hitler befohlen, fällte das Reichskriegsgericht Dutzende von Todesurteilen. Am 22. Dezember vollstreckte der Scharfrichter in Berlin Plötzensee an Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack und weiteren Anhängern der Widerstandsgruppe bereits die ersten Todesurteile. Cato und ihr Vater waren am 20. September 1942 abgeholt worden. Jan kam am 22. Dezember wieder frei. Gegen Cato, ihren Freund Heinz Strelow und weitere Angeklagte verhandelte, wie vorhin erwähnt, das Reichskriegsgericht zwischen dem 15. und 18. Januar 1943. Im Gerichtssaal sahen Cato und Heinz Strelow sich zum ersten Mal wieder. Beide wurden zum Tode verurteilt, Cato, wie vorhin schon zitiert, wegen Beihilfe, und das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wegen Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats und zur Feindbegünstigung. Fast 10 Monate verbrachte sie in drei verschiedenen Berliner Gefängnissen. Am 20. September 1942, und so weiter, das ist, ich zitiere jetzt aus einem Brief, Cato durfte zunächst nicht schreiben und dann kriegte sie irgendwann die Erlaubnis, und zwar am 3. November 1942 durfte sie dann ihren ersten Brief aus dem Gefängnis am Alexanderplatz an ihre Mutter schreiben. Meine liebste Mama, ich weiß nicht, wo du bist. Deshalb schicke ich diesen Brief an Rali. Liebste Mama, mein Gott, tagelang habe ich vor diesen Brief in Gedanken aufgesetzt und nun habe ich Angst vor dem Belanglosen. Wie geht es dir? Die Hauptsache, machst du dir nicht allzu viel Sorgen um mich? Du weißt sicher gar nicht, weshalb ich hier bin. 1000 Fragen brennen mir auf den Lippen. Ob Tim noch in Frankreich ist, also ihr Bruder, ob Mietje wieder gesund ist und Ada da auch, ob Sibylle ihr Baby bekommen hat und wie es ihr geht. Wie schön muss es jetzt in Fischerhude sein und im Moor, denn den Herbst habe ich dort besonders gern. Ich habe meine Gedanken ganz umgestellt, sodass ich nicht die Zelle als allzu drückend empfinden. Morgens scheint die Sonne auf mein Bett und jetzt des Nachts auch der Mond. Ich gehe meistens auf und ab und bin froh, dass ich 16 lange Gedichte auswendig weiß, die ich jeden Tag einmal spreche. Dass ich nichts zu lesen habe, ist bitter. Einmal habe ich um Leseerlaubnis gebeten, aber nichts ist darauf gefolgt. Vielleicht versucht ihr es von euch, diese Erlaubnis zu bekommen. Schickt mir dann Bücher über Philosophie. Auch Goethe, in Klammern Goethe, habe ich mir ja immer aufgespart für eine Zeit, wo ich Zeit und Muße habe. Die Zeit ist jetzt da. Wie es mir geht? Ich denke eigentlich nie an das, weshalb ich hier bin, sondern nur an euch. Über den Sinn der Familie viel. Was das bedeutet,
Das wird mir hier ganz besonders klar. Wie arm ist der Mensch, wenn er ganz alleine auf der Welt steht. Ich bin so dankbar, dass ich die Gewissheit habe, euch alle zu haben. Ich will nicht sentimental werden, aber aus einer Zelle kann man das doch schreiben. Mir fallen 1000 kleine Einzelheiten ein von draußen und neulich träumte mir von einer Gerichtsverhandlung, wo auch das ganze Dorf Fischerhude anwesend war, sogar Jan Butmann im Sonntagsstaat. In meinen Träumen bin ich immer auf ein paar Stunden bei euch und sage dann immer, gleich muss ich wieder zum Alex. Für die Wäsche und die Äpfel, Brote und so weiter danke ich euch sehr viel. Rali, was hast du für eine Arbeit mit mir gehabt? Vor dir habe ich ein ganz schlechtes Gewissen. Wie sah die Wohnung aus, als du kamst? Daran muss ich oft denken. In puncto Ordnung habe ich hier in der Zelle mir geschworen, anders zu werden. Hoffentlich glaubst du, lieber Rali, mir das auch. Was ist der große Ofen? Was ist daraus geworden? Und dann erkundigt sie sich, was sie alles noch im Brennofen gelassen hatte. Ich komme jetzt zu einem Kontakt, den Kato in ihrem Gefängnis am Alexanderplatz mit einem 16-jährigen jungen Mann, Rainer Küchenmeister, hatte. Rainer Küchenmeister war im vierten Stock unterhalb der Zelle von Kato Bontjes van Beek untergebracht und die beiden haben sich über Kassiba und auch gesprächsweise über die Heizungsrose verständigt. Kassiba wurden fast eine filmreife Szene, wurden an einem Bindfaden von der einen Zelle in die andere gezogen und haben sich dann gegenseitig ausgetauscht. Und das nächste kommt ein kurzer Vorspann und dann ein Brief, ein Kassiba an diesen Rainer Küchenmeister, der zusammen mit seinem Vater, der ebenfalls zur Roten Kapelle gehörte, verhaftet worden war. Noch am Tag der Urteilsverkündung nahm Kato gleich nach ihrer Rückkehr in ihrer Zelle Verbindung zu Rainer Küchenmeister, dem 16-jährigen Sohn von Walter Küchenmeister, der ebenfalls wie sein Vater inhaftiert war und in der Zelle in der Etage direkt unter Kato eingesperrt war, Kontakt auf. Walter Küchenmeister gehörte zum Widerstandskreis Rote Kapelle. Er war von Beruf Eisendreher, dann Schriftsteller. 1918 hatte er am Kieler Matrosenaufstand teilgenommen. Walter Küchenmeister wurde am 13. Mai 1943 in Plötzensee mit dem Fallbeil hingerichtet, also noch am selben Tag wie Heinz Strelow. Kato und Rainer Küchenmeister tauschten über einen Bindfaden, wie gerade erwähnt, den sie von Zellenfenster zu Zellenfenster zogen, ihre Briefe und Botschaften aus, ohne dass sie sich gegenseitig sehen konnten. Entstand eine außergewöhnliche Begegnung zwischen den beiden. Zitat jetzt, lieber Rainer. Ja, das war ein Schlag ins Gesicht, dieser Antrag von Oberst, gemeint ist Reichskriegsanwalt Röder. Aber Rainer, ich bin so sehr vom Leben überzeugt und liebe die Menschen so unendlich, dass ich gar nicht daran glaube, dass es wahr wird. Von dieser Liebe zu den Menschen habe ich in meinem Schlusswort gesprochen. Es war mir ja auch immer nie klar, wie sehr ich Deutschland liebe. Ich bin ja gar keine Kommunistin. Rainer, ich wusste, jetzt kannst du noch etwas sagen, um dein Leben zu retten. Da gab es keine Politik mehr für mich, sondern einzig und allein stand vor mir das Bild, dass es nur eines gibt und das ist die Liebe der Menschen untereinander. Ich bin kein politischer Mensch. Ich will nur eins sein und das ist ein Mensch. Nennt man dies nun, dem Tod ins Auge zu sehen? Es verpflichtet zu so vielem. Ich habe nicht um mein Leben gebettelt, Rainer. Da hat der Mensch gezeigt, was er ist, nicht bei der Beweisaufnahme, sondern bei seinem Schlusswort. Ich werde das nie vergessen. Sollte ich leben bleiben, jedes andere Urteil ist mir egal. Nur leben will ich, leben, leben. Das ist mein Wunsch. Es gibt eine ganze Reihe von
Kassibern, Briefen zwischen den beiden. Das ist etwas ganz besonders Einzigartiges. Sie wissen vielleicht, ich erinnere noch mal an Sophie Scholl und Hans Scholl, die wurden am 18. Februar 1943 verhaftet. Vier Tage später war vor dem Volksgerichtshof in München das Todesurteil. Sie sind auch am selben Tag hingerichtet worden. Und bei Cato war eben diese lange Zeit im Gefängnis, in diesen Berliner Gefängnissen, wo sie eben viel geschrieben hat. Sie hatte auch Kontakt zu Wärterinnen. Und es gibt eine schöne Szene, die ich nicht lese, aber die mir jetzt gerade spontan einfällt. Die Wärter mochten sie. Und eine Wärterin hat auch Kassiber an die Verwandten in Berlin überbracht. Und eines Tages hat die Mutter, sie konnte die saubere Wäsche, sie holte die schmutzige Wäsche von Cato ab und brachte saubere Wäsche zurück, hat sie dann zwischen die saubere Wäsche, hat sie ein Gänseblümchen gelegt, Und die Wärterin kontrolliert natürlich, als Olga Bontjes van Beek, die Mutter, da ins Gefängnis kommt, um die Wäsche abzugeben, und legt die einzelnen Stücke und sieht das Gänseblümchen dort liegen. Und dann passiert Folgendes, dann sagt die Wärterin, sie wissen doch, dass sie da nichts rein tun dürfen und so weiter. Und sie redet und sie redet und sie hat das Gänseblümchen in der Hand und legt es wieder hin und es bleibt in der Wäsche und Cato erhält das Gänseblümchen und berichtet darüber in ihrem nächsten Brief an die Mutter, dass sie eben diesen schönen Gruß aus Fischerhude eben persönlich entgegennehmen durfte. Es gibt zwei Abschiedsbriefe von Cato Bontjes van Beek. Den zweiten am 5. August, am Tag ihrer Hinrichtung, werde ich nicht lesen. Das fällt mir ehrlich gesagt immer etwas schwer, weil es ganz persönlich ist und weil es aber wie auch wiederum diese Cato ist, die so stark ist, die dann Aufträge erteilt an ihre Verwandten, was sie tun und lassen sollten, aber gleichzeitig auch dieses innige Verhältnis zu ihrer Mutter dann deutlich wird. Und ich werde den ersten Abschiedsbrief lesen, und zwar den sie wenige Tage nach ihrem Todesurteil, das Todesurteil wurde am 18. Januar 1943 gefällt, und sie hat angenommen, dass sie, wie die anderen Angeklagten, eben auch, wie schon im ersten Prozess, wenige Tage nach diesem Todesurteil dann auch hingerichtet wurde, und hat dann voller Unverständnis für diese mögliche Tatsache dann eben doch diesen Abschiedsbrief geschrieben. Und mit diesem Abschiedsbrief möchte ich gerne meine Lesung beschließen und danke Ihnen schon jetzt für Ihre Geduld. Meine liebe, allerliebste Mama, ich kann es immer noch nicht begreifen, dass dies ein Abschiedsbrief sein soll, Abschied von dir, von euch Lieben, vom Leben. Meine liebe, liebe Mama, wie kann ich dir nur sagen, dass ich so ruhig bin wie selten zuvor. In mir ist nur Liebe zu euch und zu allen anderen Menschen. Ich bin völlig frei von Groll oder Gehass. Es ist so, als hätte alles ein mildes Gesicht. Ich bin ja doch immer bei euch und in euch. Trotz des Unheils, das diese drei Tage uns gebracht haben, also sie meint das Todesurteil, waren sie auch wunderschön. Ich weiß nun, dass der Mensch gut ist. Ganz genau. Und das macht mir das Sterben auch leichter. Ich weiß auch, dass Heinz Strelow mich lieb hat und ich ihn auch. Er sagte mir und schrieb mir, falls ich doch dem Leben wiedergegeben werde, sollte ich ihn mit dir, also mit der Mutter, aussöhnen. Das sei eine große Bitte von ihm. Meine liebe Mama, ich weiß, dass ich das bereits getan habe und auch mit dem Bewusstsein sterben kann, dass du ihm nicht mehr zürnst. Ich habe noch in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar ein Gnadengesuch geschrieben. Wie sehr ich die Menschen und das Leben liebe, und es ist das Schönste für mich sei, immer hilfsbereit für andere da zu sein. Dies habe ich geschrieben und auch
in meinem Schlusswort vor Gericht gesagt. Ich werde bis zuletzt an euch denken und auch an Heinz denken und immer bei euch sein und trotzdem bis zuletzt auch an ein Wunder glauben, das mir das Leben wiedergibt. Grüße alle von mir, die ich so liebte. Alle lieben, meine liebe Meme, also Mietje, ihre Schwester, meinen lieben Tim, ihren Bruder und die Kleinen und Papa und Rali. Habe ich einmal jemanden wehgetan, so möge er mir vergeben. Ich bin mir heute keiner großen Schuld bewusst. Und es ist immer in mir eine große Frage, warum dies alles sein muss. Auch hier im Gefängnis waren alle Menschen voller Liebe zu mir. Herzlichen Dank. Lieber Herr Finke, ganz herzlichen Dank für den Vortrag und für die Lesung. Cato Bontjes van Beek wurde am 5. August 1943 in Berlin-Plötzensee durch das Fallbeil ermordet. Dieser Mord geht auf seine persönliche Weisung Adolf Hitlers vom 21. Juli 1943 zurück, der auch in zwei Fällen, wo das Reichskriegsgericht ihm eine Begnadigung empfohlen hatte, nämlich bei Cato Bontjes van Beek und bei Liane Berkowitz, persönlich entschieden hatte, dass auch diese beiden Frauen hingerichtet werden sollten, was dann am 5. August 1943 auch geschehen ist. Lieber Herr Finke, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend Ihr Wissen über Cato Bontjes van Beek mit uns geteilt haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die noch einmal bis auf die bis Dezember laufende Sonderausstellung zur Roten Kapelle in unserem Hause hinzuweisen. Wir werden auch weiterhin uns in diesem Jahr noch entsprechend mit anderen Veranstaltungen dem Thema widmen. Wir werden Sie dazu noch selbstverständlich auch gesondert einladen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute Abend hier unsere Gäste waren und wir uns, lieber Herr Finke, von Ihnen über Cato Bontjes van Beek haben informieren lassen. Vielen Dank, einen guten Nachhauseweg und auf Wiedersehen.